Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Quest-Gameplay. Ich habe euch die Demo We Are One mitgebracht und ja, We Are One, der Name sagt es ja eigentlich schon, wir sind eins und in dem Game können wir Klone von uns produzieren. Wir sind so eine Art Pflanzen-Alien-Rasse und müssen gegen irgendwelche Roboter kämpfen und wir sind in der Lage, immer von uns Klone herzustellen. Und ja, das geht auch über irgendeinen Zeitsprung, das heißt, wir platzieren unseren Körper auf eine Stelle, wo wir haben immer verschiedene Plätze, wo wir hin können und wir platzieren uns dann auf einer Fläche, erledigen irgendeine Handlung, ist egal was, eine Waffe nachladen, eine Waffe werfen, Munition werfen oder sonst was, machen dann den Zeitsprung zurück, dann kommen wir auf so eine Übersichtsplattform und auf dieser Übersichtsplattform haben wir dann nochmal einen ganzen Überblick über die Map. Und müssen dann halt schauen, wo wir noch hinwollen. Dann können wir zu dem Platz, sage ich mal, der direkt irgendwo daneben ist, um eine Waffe aufzufangen oder sonst was, was wir gerade auch geworfen haben. Und ja, dann gehen wir dahin und dann sehen wir erstmal die erste Aktion, die wir gemacht haben mit unserem ersten, ja, Körper, sage ich mal, das wird abgespult, genau, wir nehmen quasi eine Handlung auf und die passiert dann auch so und beim nächsten Mal ja, erleben wir das Ganze dann und können dann dementsprechend auch handeln, irgendwelche Gegner abknallen oder sonst was. Also ich finde es sehr cool, ich habe es eben auch verglichen mit Superhot. Superhot, wo es damals rauskam, noch nicht mal für VR, sondern auch für Flat, ist es ja zuerst erschienen, da war es was komplett Neues und ich finde für VR ist das auch jetzt komplett was Neues von der Gameplay-Mechanik her und ja, mir gefällt es, ich bin gespannt auf weitere Level, wie sich das Ganze dann ja anfühlt, wenn auch mal ja größere Sachen dabei sind, vielleicht andere Waffen oder sonst was, mal schauen, was die Entwickler sich dann noch alles einfallen lassen. Das zeigt, also die Demo zeigt ganz gut, wie das alles funktioniert. Die Spielmechanik zeigt die Grafik, also die ist auch echt cool gemacht. Schwarz-weiße Map, Comic-Look und wir sind bunt, unsere Waffen sind bunt, die Gegner sind bunt. Also das passt eigentlich alles super hinzu und ja, mir gefällt. Und ja, ich wollte jetzt auch immer mal probieren, ob man mich klonen kann. Also ich weiß aber auch nicht, ob man, wenn ich jetzt geklont bin, ob man mich zweimal wirklich ertragen kann. Müsste ich vielleicht mal meine Freundin fragen, ob es geht. Aber das probieren wir jetzt einfach mal, weil ich habe gelernt, einfach irgendwo hinzeigen an eine Stelle, meistens an eine grüne Stelle. Wir haben hier viel, viel grün und dann den Trigger drücken. So, das machen wir jetzt mal. So. Oh, hat geklappt. Hi Sebastian. Schön, Hi. Dass du da bist. Ja, ist überraschend für mich, muss ich sagen. Aber ja, cool. Freut mich, dass du hier bist. Und ja, was machen wir jetzt zu zweit hier? Willst du jetzt einfach mal weitermachen? Ja, oder? Klar. Ja, dann lassen wir einfach mal den Sebastian-Klon weiterreden. Ich halte mich mal zurück. Ja, jetzt haben wir uns das Ganze hier aufgeteilt. Und ja, das Game ist echt genial. Wie ihr seht, wir haben uns selber geklont durch das Game. Und ja, ich würde sagen, dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß. So Leute, hier sind wir bei We Are One, der Demo. Und ja, hier sind wir im Hauptmenü und schauen uns mal ganz kurz um. Also ich finde es auch vom Look her, diesen Comic-Look sehr cool gemacht. Jetzt schauen wir uns mal unsere Controller an. Schauen wir mal, wie cool die sind. Und die verlieren immer so kleine Blätter. Wir sind ja irgendwelche Pflanzen-Aliens. Also sehr, sehr toll gemacht, meiner Meinung nach. Und ja, ich würde sagen, ich habe es einmal durchgespielt, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt nochmal von neu an. Ich hoffe, wenn ich kontinuierlich spiele, kann ich das nochmal von neu anfangen. Und ja, let's go. So, hier sind wir auch schon. Und wir haben immer einen Startplatz und wir haben einen Platz, wo wir hin können, wenn wir ja, diese Zeitschleife benutzen. Und ich sehe jetzt auf der gegenüberliegenden Seite eine Waffe, aber es liegt kein Magazin da. Das sind Magazine, diese Samen, Früchte, keine Ahnung, was sein soll. Gucken wir uns mal an. Und wir versuchen jetzt mal uns selber diese Munition zuzuwerfen. Das machen wir auch. Jetzt können wir über den B-Button in diese Zeitschleife rein. Und jetzt sehen wir auch, was wir hier gemacht haben. Und jetzt können wir uns aussuchen,
wohin wir möchten. Natürlich haben wir jetzt nur diesen einen Platz da. Schauen wir uns noch mal ein bisschen auf der Map um. So, jetzt gehen wir dahin. Da sehen wir auch unsere Gegner. Wir haben jetzt hier die Waffe. Wir selber werfen uns jetzt gleich die... Ja, hier erkläre ich noch gerade. Ja, also wir haben wirklich einen Klon erschaffen und der spielt jetzt alles nach, was wir gemacht haben. Alle unsere Bewegungen. Und dann wirft er uns jetzt hoffentlich gleich mal den Samen rüber oder das Magazin rüber. Komm. So, nachladen. So, das sind halt immer so kleine Rätsel. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr einfach gehalten, was wir gerade hatten. Aber es wird halt immer schwieriger. Es sind natürlich hier Basics, um mal reinzukommen, um mal wirklich zu checken, wie funktioniert das Ganze hier. So, jetzt haben wir das. Also als erstes sollte man sich immer umschauen. Was hat man hier vor sich? Und hier sehen wir hier vier Gegner. Und hier sehen wir vier Gegner. Jetzt haben wir da eine Waffe. Da ist eine Waffe. Und wir haben auch quasi Munition da liegen. Es ist eigentlich erstmal egal, wohin wir gehen, würde ich fast sagen. Wir laden nach. So, jetzt müssen wir rüber, weil wir haben einen nicht getroffen. Und das war der da oben, oder? Aber wir fallen einfach mal alle ab. So, desto schneller ist man natürlich auch. Man kann dann so einen Speedrun machen. Und also ich finde das von der Idee her halt mega cool gemacht. Und es ist komplett was Neues, so wie Superhot damals auch neu war. Basics Advanced. Okay, was sehen wir hier? Zwei Gegner. Wir haben hier unsere Pistole wahrscheinlich liegen. Irgendwo. Da ist ja das Symbol, Pistolensymbol. Da ist dieser Samen, unsere Munition. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal hier hin. Schauen uns das von hier aus an. Ah, hier liegt auch alles bereit. Und ja, jetzt haben wir gar keine andere Möglichkeit. Wir legen die Waffe hier hin. Für uns selbst. Gehen hier hin und jetzt warten wir natürlich, bis er kurz den Kram gemacht hat oder wir den Kram gemacht haben und schon sind wir durch. Und ich hoffe mir, er hofft mir natürlich später viel, viel schwierige Rätsel und Level. Also der Look sieht super cool aus, also dass wir so bunt sind, alles andere ist ziemlich grau gehalten, also schwarz-weiß gehalten, die Gegner sind bunt, also ich liebe es, muss ich einfach sagen. Oh, jetzt haben wir hier natürlich schon ein bisschen was mehr. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz um. Wir haben an jeder Waffe, haben wir quasi Munition. Jetzt ist es eigentlich erstmal egal, wo wir hingehen. So, jetzt gehen wir aber zur nächsten. Zum nächsten über. Jetzt haben wir gar nicht so viele gebraucht, oder? Doch, waren unsere Plätze oder waren eigentlich neben. Hier war da eben noch einer, oder? Aber ist ja egal. Haben wir geschafft. New Highscore. Wir haben ein Leaderboard. Da sehen wir hier Tupac 1508er. Natürlich sehr, sehr gut. Aber guck mal, die haben alle genau die gleiche. Wer ist denn hier top? Kennen wir hier einen von? Nein. Hätte ja sein können, ne? Two Clones, One Gun. Oh, jetzt haben wir hier die fahrbaren Gegner. Ja, jetzt machen wir es eigentlich wie eben auch. Ne? Wir schnappen uns jetzt die Waffe. Knallen den ab. Gehen rüber. Lass mal ihn den Kram mal machen. Müssen wir natürlich auch ausweichen. Hast du gut gemacht.
Oder ich? Also, New High Score ist gut, ne? Also ich finde, das ist natürlich sehr cool, dass man hier so ein Highscore Leaderboard hat. Oder Leaderboard. So, jetzt schauen wir uns die Map mal kurz an. Wir haben hier wieder Pistole und Magazin. Hier unten gar nichts. Wir haben aber auf jeder Etage haben wir einen Gegner. Da unten ist auch nichts. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich von oben nach unten die Waffe dann fallen lassen. Das versuchen wir jetzt einfach mal. So, rüber. Komm. Komm. Vielleicht mal hier wieder ein Highscore. Go, go, go. Okay, jetzt dürfen wir natürlich nicht sterben. Hat uns hingeworfen. Hab ich fast verpennt. Aber, New Highscore, gucken wir uns mal kurz an. Wie schlecht. Ja, wird auch kein langes Video, aber das wollte ich euch unbedingt zeigen. Und ihr könnt die Demo ja natürlich auch selber spielen. Ist auf Steam erhältlich und auf der Quest, wie ich es gerade spiele. Also es ist Quest autark gerade. Ah, okay. Jetzt haben wir hier die Waffen alle liegen und hier haben wir aber nur die Magazine. Das heißt, wir müssen uns irgendwie auch austauschen, dass wir genug Magazine da liegen haben. Und wir müssen uns wahrscheinlich auch Waffen zuschmeißen. Ich probiere mal einfach was. So. Jetzt schmeiße ich da natürlich auch zwei Waffen hin. Okay. So, jetzt müssen wir auf die Seite. Warten wir auf die Waffen. Natürlich. Hey. Und ready. Ah, ich werde besser, 1800. Haben wir noch ein Level? Mirror Clone, was haben wir hier? Okay, hier haben wir wieder Waffe und Munition. Vier Gegner. Ja. Komm, ich mach erstmal diesen hier. So. Ah, okay. Ich kann gar nicht zu dem zurück. Okay, dann machen wir es anders. Oh, was haben wir jetzt hier? Vier Gegner. Da ist eine Station. Da ist eine Station. Und da unten. Munition, Waffe. Das heißt, wir müssen dem armen Kerl hier unten das natürlich zuwerfen. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Hep. Ach, die haben beide. Okay, das war dieser Mirror. Okay. Ah, ging doch ganz gut. Ah, diese Linie, diese grüne Linie heißt immer, wir haben wirklich ein Spiegelbild von uns direkt da stehen. Und da können wir auch nicht hinwechseln. Der macht immer genau das, was wir dann auch machen. Und natürlich, wenn wir gleich durch sein sollten, können wir nochmal probieren, irgendeinen Highscore zu knacken. Ah, guck, das war's schon. Dann gehen wir mal kurz ins Menü. Level.
Neuroclone. Komm. Hätten wir halt eigentlich direkt machen können, aber machen wir so. So. Konnte ich jetzt noch schneller sein? Yes! Ah, guck hier, 2114. Ja, Leute, ich würde sagen, hier beenden wir auch We Are One. Ich wollte euch die Level einfach mal zeigen, was hier möglich ist. Und der Entwickler hat mir mitgeteilt, 2023 soll es erscheinen. Ich hoffe, es kommen vielleicht noch ein, zwei andere Demos, aber ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Also die Demo zeigt auf jeden Fall ganz gut, in welche Richtung es hier gehen soll. Und ich mag solche Spiele. Da gibt es ja auch eins von Joyway, wo wir die Zeit auch beeinflussen können. Und also solche kleinen Minimaps, sage ich mal, das mag ich einfach. Und ist auch super liebevoll gestaltet, also vom Look her. Unsere Klone, die sehen echt ganz cool aus, halt außergewöhnlich. Ja, man muss diesen Comic-Look halt mögen, aber ich finde es super und würde natürlich auch gerne eure Meinung dazu hören. Also, wie findet ihr das? Habt ihr die Demo auch schon gespielt oder werdet ihr nach dem Video jetzt hier die Demo mal runterladen? Und wie gefällt euch das Spiel? Gerne mal unten in die Beschreibung und Daumen natürlich auf und Abo-Button nicht vergessen, wäre echt nice, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Also jetzt schnell auf Abo-Button drücken und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.